Ja, herzlich willkommen heute zur Live-Show hier aus dem Fuchsbau. Mit an meiner Seite, wie immer, mein Quotenschwarzer, mein Mann für die Einschaltquote, der einzigartige, großartige Mick Knauf. Ja, und ich freue mich ganz besonders heute in Tiefrot. Ja, die Märkte hat es ja auch ein bisschen erwischt die letzten paar Tage. Meinen Partner, meinen Freund und vor allen Dingen meinen Kooperationspartner in der Arena, Jürgen Schmidt, zu begrüßen. Ja, Jürgen, was war in den letzten Tagen los da? Ja, es war etwas Unruhe, ja, als am Dienstag dann die Kurse ins Bröckeln kamen. Ja, da war wieder mal diese Börsenweisheit, nicht Nachrichten machen Kurse, sondern Kurse Nachrichten. Alle haben sie fieberhaft gesucht. Ja, warum geht's da rückwärts? Erst war es ein Militärjet aus China im Luftraum von Taiwan. Mhm. Da hat man gemerkt, okay, das kann es dann doch nicht sein. Dann waren es irgendwelche Optionsscheingeschäfte, die irgendwie zur Kreuz- und Querausführung kamen, war es aber auch nicht. Janet Yellen war am Ende die Schuldige. Weil sie nämlich gesagt hat, Mensch, wir geben ja enorm viel Geld aus. Unser neuer Präsident Joe Biden, der nimmt ja Billionen von Dollars in die Hand. Gleiches tut ja auch Jerome Powell, Chef der Federal Reserve in den USA. Ja, das muss ja irgendwie wieder finanziert sein. Und da kam dieses leicht böse Wort Steuererhöhung in den Raum. Und das scheint tatsächlich etwas verschreckt zu haben. Also darüber werden wir gleich noch ausführlicher sprechen. Aber natürlich zur Info, unsere Nicole ist wieder im Chat. Sammelt natürlich wieder alle Fragen während der Sendung, natürlich um sie dann auch morgen in unserem legendären Dreier-Zoom aufzuarbeiten. Das Wichtigste natürlich, nachher wird sie live uns dann nochmal mit uns besprechen. Sicherlich auch über unseren heutigen Spezialgast freuen wir uns sehr, Simon Betschinger von Traderfox. Ja, da hat sich ja die Nicole auch sehr darum gekümmert. Das war auch ihr Wunsch, Simon Betschinger mal einzuladen. Habe ich mich persönlich darüber gefreut. Also gefühlt kenne ich Simon bestimmt schon seit 1000 Jahren, aber wir haben schon viele, viele Berührungspunkte gehabt. Damals über Börsenradio Network, über verschiedene andere Verlage aus dem Bereich Gulbach. Also ich freue mich sehr, er hat sich einen tollen Namen gemacht, er hat tolle Arbeiten in den letzten Jahren geleistet. Wie gesagt, 5 bis 10 Minuten ist er dann auch bei uns. Dann später natürlich das Börsenspiel mit unseren drei Protagonisten. Wird auch spannend. Wir werden natürlich mit Jens Will über das Thema Patentschutz im Pharmabereich sprechen. Ist ja heute in aller Munde. Ja, wir rollen es dann auch noch mal kurz an. Und natürlich mit Kolja über den Dogecoin oder Dogecoin oder wie immer er heißt. Ja, eigentlich das Sinnbild für das, was an der Börse gerade stattfindet. Spekulationsfieber unter den Privatanlegern. Ja, muss man sagen, also dieser Dogecoin, der ist wirklich das Tüpfelchen auf dem I der Kryptowährung aktuell. Also bin ich mal gespannt, was unser lieber Kolja uns da zu berichten hat. Aber schauen wir erstmal auf die Märkte. Ja, ein bisschen Unruhe im Nasdaq, ja, im Technologiesektor. Wir hatten es ja auch avisiert. Also da ist natürlich die guten Zahlen, die sind dann irgendwann gar nicht mehr so richtig gekauft worden. Waren fantastisch, gerade hier die großen IT-Giganten, allesamt die Erwartungen pulverisiert. Aber wie gesagt, die Anschlusskäufe haben gefehlt. Aber so der DAX, der S&P halten sich eigentlich nach wie vor recht wacker. Ja, werfen wir direkt mal einen Blick auf den DAX und da sieht man ja, er hat ja zumindest mal auch die 15.000er-Marke wieder zurückerobert. Wir liegen jetzt Abstand zwar an der Tagelinie immer noch bei Komoot 10,3%, aber wir hatten ja auch gesagt, dass es im Mai etwas volatiler, etwas unruhiger werden könnte. Ja, und wir rechnen ja weiterhin auch noch mit etwas Konsolidierungs- oder halt eben Korrekturschritten. Danke erstmal an den Martin, der mich jetzt erstmal wieder ins rechte Licht gerückt hat, unser Gastgeber, wie immer hier an Ort und Stelle. Ja, also wie gesagt, DAX natürlich aktuell natürlich auch gefragt wegen der Dividendensaison. Absolut. Ja, da wird ja ausgeschüttet, was das Zeug hält. Heute wieder die Allianz 9,60 Euro und das sagen wir ja immer. Dividenden sind die neuen Zinsen. Ja, und die wollen wir uns auf jeden Fall mitnehmen, auf jeden Fall sichern. Und unter dem Video, das sehen Sie auch relativ genau, finden Sie nämlich nochmal zwei Links. Der eine ist zum Thema Abstauberliste, die wir für Sie gemacht haben. Und der andere ist eine Liste, wo Sie halt eben mal unsere Top-Dividendentitel drauf finden, um sich einzulesen. Also wie gesagt, DAX hält sich ganz gut. Auch heute wieder ein bisschen auf Erholungskurs, haben ja einige Unternehmen gemeldet. Zahlen gehen in Ordnung. Natürlich hängt man an der Wall Street. Wenn die Wall Street ein kleines Schnüpfchen hat, da bekommen wir ja immer schnell die Grippe. Das ist ja auch so eine bekannte Börsenregel. Ja. Aber wie gesagt, der S&P, der hält sich ja tapfer. Ja. Der ist ja nach wie vor sehr, sehr stabil. Da sieht man diese Korrektur vermeintlich am Dienstag. War ja alles andere als eine Korrektur. Das war einfach mal ein bisschen tief Luft holen. Ja, muss man sagen. Gründonnerstag hat der S&P 500 das erste Mal in seiner Geschichte die 4000er Marke erreicht. Und die scheint er tatsächlich auch nicht wieder hergeben zu wollen. Das heißt, also der hält sich noch am allerstabilsten aktuell.
Und dann noch der Blick natürlich auf den Nasdaq. Der musste wirklich etwas federn lassen. Da wurde die Luft etwas dünner. Vielleicht liegt es auch am großen Bruder des Nasdaq 100, Nasdaq Composite. Der hat fast eine Art Doppeltop jetzt mal ausgebildet. Müssen wir ein bisschen drauf achten. Aber wir sind da eigentlich guter Dinge. Wir freuen uns ja, wenn es Konsolidierung gibt. Und aktuell muss man ja sagen, die Großen halten sich ja recht stabil. Aber es gibt halt ein kleines Blutbad bei diesen gehypten Titeln, wie im Wasserstoffsektor. Da ging es ja die Woche richtig zur Sache. Ja, da hat man wirklich geblutet, ob eine NLA, seine Ballard Power und so weiter. Also da ging es dann schon mal ordentlich bergab. Also da sind schon Massen an Gewinnen tatsächlich mal abgeschöpft worden. Aber auch damit muss man halt eben an den Börsen rechnen. Und gerade junge Wachstumsunternehmen, die natürlich eben noch nicht aus Bewertungssicht mit Gewinnen unterfüttert sind, ja, die sind natürlich, wenn da mal ein bisschen Privatanleger nervös werden, gleich mal auf der Abschussliste. Und da gibt es einfach nach unten nichts, wo man fundamental sagen kann, bis hierhin und nicht weiter. Aber da werden wir natürlich nachher mit Simon drüber sprechen. Gerade junge Wachstumsunternehmen, da freuen wir uns ja mal drauf, wenn es die wirklich deutlich billiger gibt. Ja, wenn man auch in die Vergangenheit schaut, als auch mal eine Amazon ein junges Wachstumsunternehmen war. Ja, da gab es regelmäßig mal Korrekturen mit 50%. Absolut. Und damit muss man rechnen bei diesen jungen Unternehmen, dass da halt eben auch mal Rückschläge kommen. Das ist halt eben was anderes als die altbekannten DAX 30, die alten Dampfer. Die stehen dann doch eher noch stabil in der Welle. Und natürlich hat sich das, was im Technologiesektor stattfindet, natürlich auch auf die Stimmung ausgewirkt. Und wir schauen ja da immer gern auf den Fear and Greed Index. Und der ist natürlich aus der optimistischen Lage heraus vor 14 Tagen mittlerweile in den neutralen Teil abgedriftet. Und das passt ja auch zur aktuellen Lage. Ja. Es will nicht hoch, aber es will auch nicht runter. Sobald wir unten sind, wird auch wieder gekauft. Sobald wir oben sind, wird aber auch Kasse gemacht. Und das spiegelt sich eigentlich hier sehr, sehr gut wider. Das spricht natürlich auch alles dafür, dass wir uns weiterhin, also nicht in der Gefahr einer großen Korrektur oder eines Crashs sind, weil das bedeutet oft, da brauchen wir richtig Euphorie. Und ja, die haben da brauchen wir richtig Euphorie, da richtig Panik halt eben auf der anderen Seite. Und da müssen schon Massen an Papieren in den Markt geschmissen werden. Aber wie gesagt, die Gefahr, die sehen wir aktuell eher weniger. Alles natürlich wie immer zusammengefasst in unserer Börsenampel. Ja, und die bleibt auf Gelb, ein bisschen aus Grün-Gelb wieder Richtung Gelb zurück, weil eben die Stimmung natürlich neutral ist, weil eben der Abstand zur 200-Tage-Linie negativ ist. Ja, warum? Weil zwei von unseren drei Indizes oberhalb von 10% Abstand eben notieren. Das ist eine Übertreibungsphase, aber die Geldfiskalpolitik, die bleibt auf Grün. Das bisschen Zinsen, was da Janet Yellen ins Spiel gebracht hat. Ich meine, sie war mal Notenbankchefin, muss man ja auch dazu sagen. Jerome Powell ist der Herr der Finanzen und er hat ja immer wieder betont, Zinserhöhung auf absehbare Zeit nicht in Sicht. Nein, weil er ja auch gesagt hat, er geht ja nicht nur auf die Konjunktur und auf die Wirtschaft ein, er geht ja vor allen Dingen auf den Arbeitsmarkt rein. Und solange der sich nicht exorbitant verbessert hat in den Vereinigten Staaten, ja, solange wird er, wie gesagt, auch sicherlich nicht an der Zinsschraube drehen. Also, was machen wir jetzt aus der aktuellen Gemengelage? Wir bleiben bei unserer Empfehlung, dabei zu bleiben, sicherlich 80%. Es gibt auch gar keinen Grund, jetzt richtig Qualitätsaktien zu verkaufen. Wenn wir die Zahlen jetzt von Apple, Amazon, Facebook und so weiter mal nehmen, super, super, klasse, stark, Ausblick positiv. Da ist das Korrekturpotenzial begrenzt. Wir werden aber vielleicht hier und da noch ein bisschen Luft ablassen müssen. Vielleicht über die nächsten Wochen ein bisschen eine Seitwärtskonsolidierung, ehe wir dann Richtung zweite Jahreshälfte dann wahrscheinlich auch wieder aufs Gaspedal gehen. Absolut. Und von daher sind die Analysten natürlich auch sehr bullisch für dementsprechend den September, Oktober, dass es da halt eben wieder an der Börse richtig losgeht. Und da haben wir ja durchaus auch Kursziele, auch beim DAX, die gar nicht so weit entfernt sind von aktuell an die 16.000 Punkte. Also sell in May and go away. Ob das diesmal passt, weiß ich nicht. Vielleicht auch buy in May and stay. Vielleicht im späten Mai, das werden wir alles sehen. Vor allen Dingen heißt es ja immer wieder, but remember to come back in September, spätestens aber im Oktober, meine Damen und Herren, sollten Sie auf jeden Fall wieder mit dabei sein. Aber wie gesagt, jetzt haben wir einen Gast in der Sendung, der ja sich sicherlich darüber freut, dass das ein oder andere gerade auch wieder mal kurstechnisch zurückkommt, denn er ist wirklich spezialisiert auf Wachstumsunternehmen und das seit Jahren. Herzlich willkommen, Simon Bätschinger. Simon, hörst du uns?
So, mein Mikrofon ist an. Jawohl, herzlich willkommen. Ja, es freut mich, dass ich heute bei euch da sein darf. Das erste Mal, aber ihr habt bestimmt eine schöne Premiere. Wir drängen auf Wiederholung. Wacht ab. Ja, Simon, wie gesagt, du bist ja seit Jahren immer wieder auf der Suche nach neuen Trends, nach jungen, erfolgreichen, aber auch schon nach gestandenen Wachstumsunternehmen. Wie kam es dazu? Wenn man an der Börse ist, dann möchte man ja mehr Geld verdienen als die ETF-Marktrendite. Diese 10% pro Jahr, die bekomme ich relativ einfach, auch wenn es sich hier in Deutschland noch nicht rumgesprochen hat. Man muss ein ETF auf den S&P 500 kaufen und dann viel Sitzfleisch mitbringen. Dann war ich in der Vergangenheit bei 9% nominal. Und nur wer mehr Rendite möchte als 9% nominal pro Jahr, der muss sich mit Einzelaktien beschäftigen. Und klar, und das macht auch den Reiz aus, Aktien zu finden, die so richtig nach oben durchstarten können. Und das beweist du ja auch seit Jahren mit einem Echtgelddepot, ja, was du ja sehr, sehr erfolgreich führst und wo du auch wirklich ja faktisch mal den Beweis eben angetreten hast, es funktioniert, indem dass man wirklich in gute, junge, erfolgreiche Wachstumsunternehmen investiert. Ja, genau, was mich hier zum Beispiel mein Top-Treffer gerade Nvidia jetzt gekauft bei 30 US-Dollar, aktuell quasi für 20-fachung in 4 Jahren. Was man hier aber bedenken muss, als ich die gekauft habe, dann war das noch keine Wachstumsfirma. Das war eine Firma, die wurde unterschätzt. Niemand hat geglaubt, dass Nvidia so richtig bei den Wachstumsraten durch die Decke gehen kann. Und worauf ich mich konzentriere, ich versuche Aktien und Branchen ausfindig zu machen, die eben heute noch unterschätzt werden, wo ich aber glaube, dass auf Sicht von 10 Jahren dann eine richtig schöne Wachstumsdynamik reinkommen kann. Wenn einem das gelingt, Wachstum zu finden, was allgemein noch nicht erwartet wird, dann kann man gutes Geld verdienen. Mit welcher Strategie gehst du da ganz besonders vor? Gibt es da gewisse Kennzahlen oder für dich vielleicht ein eigener Katalog, wo du den Maßstab angesetzt hast? Also im Endeffekt, ich spreche gerne von Research-Routinen. Ich habe halt meine zahlreichen Research-Routinen und finde generell klug, was Charlie Munger gesagt hat, der Kompagnon von Warren Buffett. Mhm. Er hat gemeint, man braucht so ein bisschen Weltklugheit und viel Know-how aus verschiedenen Disziplinen. Das heißt, mit viel Lesen, wirklich, du musst Wissen in dich reinsaugen, von Zeitungen über den Nachrichtenticker, erstmal Informationen aufnehmen. Und dann habe ich natürlich sehr zielgerichtete Screening-Prozesse. Ich suche gezielt nach Aktien mit niedrigem Kurs-Umsatzverhältnis zum Beispiel, die dann auf einmal stark werden. Weil aus der Situation, niedrige KUVs, die Firmen haben geringe Margen, entstehen dann oft solche Stories, dass die Firmen auf einmal schaffen, die Gewinnmargen zu erhöhen im Laufe der Jahre und dann geht der Kurs auch richtig durch die Decke. Weil das Szenario, was eher selten vorkommt, nehmen wir eine Apple zum Beispiel. Netto-Gewinnmargen von um die 20% oder höher als 20%. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Apple die Netto-Gewinnmargen nochmal verdreifachen kann? Die geht gegen null, werden sie nicht schaffen. Wenn du hingegen einen IT-Dienstleister hast, wie es bei Bechtle der Fall war, die von einer ganz geringen Nettogewinnmarge von, sagen wir, nur 1,5%, 2% kommen und dann diese 2% Nettogewinnmarge auf 4-6% anheben können, bei gleichzeitig stetigem Umsatzwachstum. Das gibt an der Börse dann die großen Hebel, wo dann Aktien schöne Neubewertungen erfahren können. Natürlich stellen sich unsere Zuschauer heute die Frage, okay, wir sind ja auch informiert, was jetzt die neuen Trends, die aktuellen Trends sind. Aber nicht alles funktioniert dann immer. Ja? Also wir haben es ja immer gesehen, Wasserstoff, Cannabis, oft auch das, was letztendlich durch die Kanäle gejagt wird, ist schon wieder Geschichte. Du gehst da anders vor. Und die Trends, die du heute uns hier oder unseren Zuschauern vorstellen wirst, die hat sicherlich nicht jeder auf dem Schirm. Nein, absolut nicht. Also im Endeffekt, ich habe heute Aktien mitgebracht, einmal aus der Weltraumbranche, einmal zum Thema ökologisches Bauen und zwar insbesondere der Holzsektor und dann noch eine Aktie aus dem Direct-to-Consumer-Bereich. Und da sind gerade 3 Trends, die werden unterschätzt. Weltraum zum Beispiel. Wenn du die Leute auf das Thema Weltraum ansprichst, dann sagen alle, ach, Weltraum, wann wird das interessant im Jahr 2040? Und die Antwort ist nein. Die Budgets, die wachsen jetzt schon enorm, also um etwa 40% pro Jahr. Das heißt, wir haben hier einen Wachstumsmarkt, wo jeder glaubt, der ist noch 20 Jahre weit entfernt. Aber die Budgets, die da investiert werden, die gehen schon jetzt so richtig nach oben. Dann haben wir als 2. Trend ökologisches Bauen. Was ist das ökologisches Bauen? Es ist weitgehend der Baustoff Holz. Holz hat
was kaum jemand weiß, enorme Vorteile gegenüber Stahl und Beton. Du hast beim Thema Energieverbrauch einen Vorteil von etwa 20%, du hast bei den Emissionen einen Vorteil von etwa 20% und du hast beim Thema Wasserverschmutzung einen Vorteil von sogar 200%. Das heißt, man sagt, Holz ist um den Faktor 200% umweltfreundlicher als Stahl und Beton. Und das führt dazu, dass immer mehr Länder anfangen, Frankreich ist ein Vorreiter, eben Holzquoten für Neubauten vorzuschreiben. In Frankreich müssen zum Beispiel öffentliche Gebäude ab 2022 zu 50% aus Holz gebaut sein. Oder andersrum, von den öffentlichen Gebäuden, die gebaut werden, sind 50% mit Holzbauweise gefertigt. Und das ist ein Trend, den hat man aktuell so noch nicht auf dem Schirm. Der ist noch nicht ganz so publik, dass eben die Holznachfrage nicht nur in diesem Jahr, sondern auch sich der nächsten 10 Jahre vermutlich richtig nach oben schießen wird. Aber ist das auch ein Faktor, der durchaus auf Deutschland zutrifft? Weil hier jammert ja immer, die Wälder sind kaputt, es hat zu wenig geregnet und zusätzlich kommt auch noch der Schuft, der Borkenkäfer um die Ecke und frisst uns die schönen Bäume auf. Da habe ich ja hier schon ein Problem mit den Grünen und den Aktivisten, tatsächlich hier mal ordentlich Holz zu schlagen. Ja, ich glaube, das wird auch hier ein Problem, gell? So die großen Wälder gibt es auch in Kanada, in den USA. Und die schaffen es ja, dass sie ihre Waldflächen gut bewirtschaften. Mhm. Also eine gute Bewirtschaftung bedeutet, du nimmst pro Jahr etwa 3% an Holz raus am Baumbestand und dann bleibt der Wald intakt. Das ist so die Quote. 3% Holz kannst du rausnehmen. Okay. Ja, kommen wir mal auf deine Favoriten zu sprechen. Ja, und der erste Favorit, den du jetzt mitgebracht hast, den kenne ich ja noch aus meiner Jugendzeit. Ja, Stichwort 501, ja. Levi Strauss, was steckt dahinter? Ja, Levi Strauss, die haben schwer gehabt, wie andere Markenhersteller auch, wie auch Ralph Lauren zum Beispiel, da schenken die sich alle nichts. Die kommen aber von einem Jahrzehnt der Stagnation. Viel Konkurrenz im Markenbereich, sie haben es nicht mehr so richtig geschafft, Wachstum zu generieren. Aber durch diese neuen Konzepte von Direct to Consumer ändert sich das gerade gewaltig. Also was bedeutet Direct-to-Consumer? Direct-to-Consumer bedeutet, wir machen eigene Stores auf, ein Levi Strauss Store in jeder Stadt. Und wir haben jetzt die Corona-Krise in den USA gut genutzt, um da wirklich letztes Jahr 90 eigene Stores aufzumachen und 85 haben sie dazu gekauft. In guten Lagen. Überall ist die Marke Levi Strauss jetzt präsent. Und das kombiniert eben mit eigenen Online-Shops. Jetzt werden die Leute sagen, eigene Online-Shops, das gibt es schon seit 15 Jahren. Nein, nein, nicht in der Größenordnung. Weil erst jetzt gibt es das quasi als Geschäft, das man sich bauen lassen kann. Levi Strauss kann zum Dienstleister gehen und sagen, hey, du, wir brauchen ein vollautomatisiertes Warenlager, sodass der Kunde im Online-Shop die Bestellung aufgibt. Dann machen die Roboter im Warenlager, kümmern sich um den Rest und machen die Pakete versandfertig. Das konnte vor 5 Jahren nur Amazon. Jetzt kann es jede große Marke, weil es Dienstleister gibt, die solche Warenlager eben hinstellen. Und darum beginnen die großen Labels von Nike über Adidas, über Puma, über Ralph Lauren, über Tommy Hilfiger und eben auch Levi Strauss, dass sie verstärkt die eigenen Online-Shops bewerben. Und das gelingt ihnen auch. Also die Wachstumsraten, die sind hier enorm stark. Also Puma zum Beispiel hat plus 70% gemeldet. Bei Levi Strauss geht es in ähnlicher Größenordnung durch die Decke. Und was hat das für eine Auswirkung? Das bringt eben mehr Gewinnmarge. Wenn ich über die Händler verkaufe, wenn ich über Amazon verkaufe, muss ich Gewinnmarge abgeben. Über meinen eigenen Online-Shop kann ich das Geld quasi komplett direkt vereinnahmen. Und darum ist ein bisschen meine große These, dass wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren bei den großen Markenherstellern Ralph Lauren, Levi Strauss, aber auch Puma, endlich wieder nach einem Jahrzehnt der Stagnation deutlich steigende Gewinnmargen sehen werden und dann auch Umsatzwachstum. Und das ist ein Szenario, das hat so noch kaum jemand auf dem Schirm. Die Aktien haben KUV-Bewertungen von ungefähr 2 durch die Bank weg. Große traditionelle Marken, die eigentlich jeder global kennt, plus Umsatzverhältnisse von nur 2. Da glaube ich, wenn dieses Szenario aufgeht und die Gewinnmargen nach oben gehen, dass die Aktien dann uns viel Freude machen werden. Ich habe mich positioniert, ich bin long bei Puma, ich bin long bei Levi Strauss und plane diese Aktien 2 bis 3 Jahre zu halten.
Da bist du bei Puma genau richtig aufgestellt. Das war nämlich mit die erste und die Lieblingsaktie vom Jürgen Schmidt. Das war seine allererste, die er gekauft hat. Also das dürfte mal wieder Musik in seinen Ohren sein. Ja, mein Einstieg an der Börse war Puma. Ja. Habe ich mit meinem Kommuniongeld, ich komme ja hier aus Fulda, ja, da geht man ja zur Kommunion, mit meinem Kommuniongeld 2 Puma-Aktien gezeichnet, 450 Mark das Stück und dann einen Monat später für 1000 Mark verkauft und da war die Sucht natürlich geboren. Ja, kommen wir zur Nummer. Warum hast du verkauft? Hättest du sie gehalten? Also ich hätte sehr, sehr lange gebraucht, um an diese Kurse von damals wieder ranzukommen. Puma hat Ewigkeiten gebraucht, war eine Riesenkrise. Okay. Aber wie gesagt, mittlerweile wieder spannend. Die Nummer 2, Sleep Number. Noch nie gehört. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, also Sleep Number kümmert sich um die Digitalisierung des Schlafzimmers. Jetzt nicht, Nick, vermutlich, wie du gleich denkst, sondern auch, was denken wir denn da? sondern auf andere Art und Weise. Die machen ein digitales Multifunktionsbett. Das bedeutet, du hast eine App und kannst quasi auswerten, wie dein Herzschlag in der Nacht war, wie deine Atemfrequenz in der Nacht war, ob du geschnarcht hast. Und du hast also solche coolen Funktionen, wenn du schnarchst, erkennt das Bett von Sleep Number und kann automatisch das Kissen so verstellen, dass deine Atemwege frei werden. Und dann kannst du quasi auf einmal wieder frei atmen und das Schnarchen hört auf. Also es ist ein Key-Feature für alle geplagten Ehefrauen da draußen, die mit schnarchenden Männern ihre Probleme haben. Und das war auch eine Motivation, wirklich. Die machen auch damit Werbung dafür. Wenn dein Mann schnarcht, ein Bett von Sleep Number und dann hört er mit dem Schnarchen auf. Und ja, und diese Digitalisierung von den Betten, die hat viele Vorteile. Zum Beispiel, warum ich auch den Marktstart in Deutschland herbeisehne, mir ist nachts immer oder im Sommer, du hast eine heiße Sommernacht, mir ist wahnsinnig heiß. Und meine ganze Energie, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, die will durch die Füße irgendwie raus. Die Füße, die werden warm und so richtig heiß und wollen die Energie abstrahlt. Und Sleep Number hat so eine Kühlfunktion in der Fußzone. Da kannst du den Fuß drauflegen und dann wird der Fuß gekühlt. Ja, und dieses digitale Bett gibt es eigentlich noch von den großen Herstellern so gut wie gar nicht. Mhm. Ähnlich wie es Peloton gemacht hat, die haben ja die Fitnessstudio-Branche, die Fitnessgerätebranche ein bisschen aufgerollt, indem sie quasi die Fitnessräder digitalisiert haben. Und Sleep Number ist hier so etwas wie der Pionier, die ein digitales Bett bereitstellen. Und die Wachstumszahlen sind auch super. Also die bekommen die Dinger verkauft. Und hier haben wir halt eine schöne Situation. Wir haben einen gigantischen potenziellen Markt. Jeder Mensch hat ein Bett. Und wenn das angenommen wird, diese digitalen Betten mit diesen Apps, wo man alles überwachen kann, wie gut man geschlafen hat, und das ist ja auch ein Lifestyle-Thema. Wer gut schläft, hat ein gutes Immunsystem. Wer gut schläft, geht fit in den Tag und dieses Lifestyle-Thema haben die aufgegriffen, sind in den USA schon sehr erfolgreich damit und ich glaube, sie werden damit auch die ganze Welt aufrollen oder die Märkte auf die ganze Welt angehen können, ähnlich wie es Peloton im Fitnessbereich auch gemacht hat. Darum Sleep Number, kaum bekannt, aber eine Wachstumsaktie, die in einem Korb aus Wachstumsaktien reingehört. Natürlich auch risikobehaftet, ein Pionier, aber die großen Hersteller könnten nachziehen. Dass das nicht immer ganz so einfach ist, wenn so ein Pionier kommt und alles digitalisiert, kennen wir. Aber ich finde ein sehr schönes Verhältnis von Chance und Risiko. Also Mick, ich befürchte, unsere Frauen haben zu Hause mitgeschrieben, ja. Oder? Also, da ist mit zu rechnen. Tät uns ja auch gut, weil dann würden wir am nächsten Tag nicht mit so wahnsinnig viel blauen Flecken aufstehen und sich wundern, wo die denn herkommen. Dann. Ja, ein weiterer Wert hast du ausgesucht, Trimble. Was hat es damit auf sich? Trimble ist bekannt geworden neulich, weil das ist die Nummer 1 von Catherine Wood im Space Exploration ETF. Das ist eine Hightech-Firma, die sehr interessante Dinge macht und die auch ein bisschen davon profitieren, was Elon Musk gerade macht. Elon Musk hat ja die Kosten für Satellitenstarts um den Faktor 70% gesenkt. Quasi jeder, der möchte, kann sich einen Satellit ins Weltall schießen lassen. Und Trimble ist die Firma, die Mick, Jürgen, wenn ihr Satellitendaten braucht, um irgendetwas bauen zu wollen. Keine Ahnung, ihr macht Aktienlust TV on Road und möchtet euren
Zuschauern live mitgeben, wo euer Truck gerade ist, dass die euch auch immer besuchen können und immer vorbeischauen können. Dann kann so etwas die Firma von Trimble bereitstellen und die Firma Trimble bereitstellen. Die können quasi Satellitendaten entgegennehmen und euch für euch verfügbar machen. Mhm. Und das machen sie in Kombination mit Mobilfunkdaten, zum Beispiel für folgende Anwendungsfälle. Mick, stell dir vor, du bist ein Landwirt und du kannst in den USA ein paar Quadratkilometer Ackerfläche bewirtschaften. Mhm. Dann fährst du mit deinem Traktor rum und weißt natürlich irgendwann nicht mehr, wo hast du schon gedüngt und wo eben nicht. Aber da sagt dir die Software von Trimble. Die trackt quasi deine Position, berechnet, wo du schon überall lang gefahren bist und sagt dir, wo du als nächstes langfahren musst. Oder ein anderes Beispiel. Jürgen, stell dir vor, du bist Unternehmer und hast eine LKW-Flotte mit 1000 LKWs auf der Straße. Jetzt möchtest du wissen, wo sind meine LKWs? Wann werden die wo ankommen? Und auch solche Aufgaben, die kann Trimble für dich lösen. Das heißt, wir haben eine Hightech-Firma, sehr schön profitabel, wächst seit Jahren konstant, hat ein KGV von 30 ungefähr, nicht ganz günstig, aber sie bekommt durch das Thema Weltraum eben auch komplett neue Anwendungsmöglichkeiten. Und ich glaube in der Tendenz, dass die Firma in den nächsten 5 Jahren überraschen wird. Also super spannende Story, absolut. Absolut. Vierter Titel im Bunde der 5, UFP Industries. Ja, ja. Also UFP ist so ein potenzieller Gewinner, wenn mein Szenario aufgeht, dass der Baustoff Holz, dass die Nachfrage nach Holz in den nächsten 10 Jahren enorm steigen wird. Warum? Weil es in ganz vielen Ländern der Welt vorgeschrieben wird. UFP ist eine Holding und die halten ganz viele Beteiligungen an weitgehend holzverarbeitenden Betrieben. Das heißt, in den USA, wenn ich dort eine Veranda bauen will, werde ich vermutlich bei einer Firma von UFP landen. Wenn ich aber auch ein Fertighaus bestelle, und in den USA ist die günstige Holzfertigbauweise hier sehr beliebt, dann baut UFP quasi alles. Die bauen diese ganzen Holzdachgiebel, die bauen diese Wände aus Holz und die werden dann angeliefert. Also wer daran glaubt, dass Holz in den nächsten Jahren eine hohe Nachfrage haben wird, für den ist UFP Industries ein gutes Basisinvestment. Wir bei TraderFox sind engagiert. Wir haben ja das Tenberger Depot. Wir haben die Aktie für das Tenberger Depot gekauft. Es ist ein Realgelddepot, muss ich auch sagen. Wir von TraderFox halten bei UFP Industries eine reale Position. Mhm. Gut. Last not least, das wiederum ein eher bekannter Wert, Lockheed Martin. Ja, Lockheed Martin auch extrem spannend, gerade wegen dem Thema, weil Weltraum, weil die Budgets ja jetzt durch die Decke gehen. Lockheed Martin hat von der NASA schon ein paar Milliarden bekommen für die Entwicklung von den neuen Raumschiffen, Raumkapseln. Also die ganzen neuen Missionen, die die NASA plant, zum Beispiel zum Mond 2024, da baut Lockheed Martin die Raumschiffe. Und was sie jetzt auch in Auftrag gegeben haben, sind Raumschiffe, die mit Atomreaktoren angetrieben werden und die dann perspektivisch das Sonnensystem erkunden sollen. Die Aufträge, die werden schon jetzt vergeben und da fängt Lockheed Martin schon jetzt an zu verdienen. Ein anderes spannendes Thema, was Lockheed Martin auch macht, das 5G-Netzwerk. Also 5G-Netzwerk für die amerikanischen Behörden, gesicherte 5G-Telekommunikation über Satelliten, das macht auch Lockheed Martin für die Amerikaner. Das KGV von Lockheed ist 16. Man wird natürlich auch davon profitieren, dass USA und China sich jetzt beim Thema Vormachtstellung im Weltall ein bisschen betteln müssen oder dass sie da investieren. Ist ein Rüstungskonzern, günstig bewertet, sehr starke Wachstumsambitionen eben bei diesem Thema Space. Nicht jedermanns Sache, aber wer in den Sektor investieren möchte, hat hier, denke ich, auch ein exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis. Und natürlich für alle Tracky-Fans da draußen, irgendwann in 2100 vielleicht der Auftrag für das Raumschiff Enterprise. Ja. Man weiß es ja nicht, was uns da alles noch erwartet. Ja, es war sehr, sehr spannend, lieber Simon. Super interessante Aktien und Branchen, die du uns da mitgebracht hast. Ich glaube, da war für die Zuschauer da wirklich etwas dabei. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke und Ausblicke. Und wir sehen uns sicherlich bald mal wieder auch auf einem der Börsentage, wenn das dann mal wieder losgeht. Ja, sehr gerne.
Jürgen, sehr gerne. Und übrigens, vor 20 Jahren, Jürgen, ich weiß, ich habe ein Gespräch mit dir im Kopf, wenn ich es noch sagen darf. Das war vor genau 20 Jahren auf dem Wess in Stuttgart. Da hatten wir angefangen mit dem 13. Brief. Und da hast du dich mich geschnappt, hast gesagt, hey Simon, der 13. Brief ist eigentlich ganz toll, aber mach die Rechtschreibfehler raus. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Vielen Dank. Ja, irgendwo trifft man sich immer wieder. Also, nein. In diesem gut. Sinne, dir vielen Dank, Simon. Dankeschön herzlich. Beste Grüße zurück. Okay. Sehr gerne. Ja, Mick, da müssen wir uns erstmal drauf anstoßen. Ja, toll. 20 Jahre schon wieder her. Du, die Rechtschreibfehler. Ich habe gesagt, er sieht doch noch aus wie 20. Der ist 20. Ja, also. Aber schon wieder interessant, bei den Beispielen war ich Landwirt und du direkt wieder Unternehmer. Ja, also ich weiß auch nicht, aber Simon, klasse. Ganz, ganz toll. Trader Fox, ja auch bekannt, gerade bei den jungen Leuten immer wieder eine Reise wert im Internet. Ja, und jetzt natürlich unser Höhepunkt der Sendung, wie immer unser Börsenspiel und natürlich wie immer auch unsere Einstimmung darauf. Aktienlust live, die Börsenshow. 5 Aktien, 3 Teams, ein Börsenspiel. Die Teilnehmer, Team 1, die Finanzdiva. Sie ist Bildkolumnistin und Bestsellerautorin. Katja Eckert alias Kate wird bei unserem Börsenspiel gemeinsam mit ihrem Financial Diva Analyst Jens Will in den Börsenspielring steigen. Team 2, Börse Online, Jens Kastner und Lars Winter. Das etablierteste und größte Anlegermagazin Deutschlands, Börse Online, zählt zu den Marktführern unter den Wirtschafts- und Finanzmagazinen. Keine geringeren als die Chefredakteure selbst, Jens Kastner und Lars Winter, geben sich die Ehre. Team 3, Kolja Barkhorn. Sein YouTube-Channel Aktien mit Kopf ist mit 236.000 Followern der erfolgreichste Finanzkanal Deutschlands. Raus aus dem Hamsterrad, rein ins Börsenspiel. Mit Kolja ist jede Menge Hochspannung garantiert. Und jetzt lasst das Spiel beginnen. Ja, wir sind bei unserem Börsenspiel angelangt. Ja, und natürlich hat sich da heute auch wieder einiges getan. Aber unsere Kate ist so unserer Überraschung diesmal untätig geblieben. Ja, weiß nicht, was bei der Finanzdiva da los ist aktuell. Sie sitzt auf jeden Fall schon mal nicht unter Big Ben, sondern wunderbar im Grünen. Hallo Katja. Hallo, hallo. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich wie auf Kohlen sitze und warte, dass das Baby kommt. Und wow. Heute habe ich echt überlegt, ja, soll ich mal Depotänderung vornehmen, aber ich hätte Silbergeld im Blick. Die sind mit minus 20% im Keller. Wo ich sage, oh, wie geil, endlich ist die Aktie schön günstig zum Nachkaufen, weil das Ding ist der Hammer. Die haben Analysten-Upgrade bekommen, das heißt, die Analysten erwarten steigende Earnings per Share, also Gewinne im positiven Bereich erwartet. Umsatzwachstumsprognose bis Ende des Jahres plus 72%. Jetzt machen wir mal einen Peer-Group-Vergleich, also in der gleichen Industrie und Branche. Wachsen die im Schnitt plus 3,8% pro Jahr. Also da seht ihr mal, was das für eine Rakete ist. Und was ich halt nicht verstehe, ist, die Börse langweilt aktuell und steht auf der Stelle. Man fragt sich, geht es jetzt hoch oder runter? Man hat das Gefühl, ja, liegt es jetzt an der Steuerdiskussion in den USA, dass die Steuern angezogen werden? Hallo, herzlich willkommen auch in Deutschland, wenn hier alle Grün wählen. Blüht uns das gleiche Schicksal und schon rauschen die Assets in den Keller. Und vor allem der Kryptomarkt boomt, aber ich sehe es an den Aktien nicht. Die müssten eigentlich mit anziehen. Die Woche ging ja Ethereum ganz gut ab. Und Aktien, die wir auch schon im Börsenspiel hatten, Hive zum Beispiel, habe ich beobachtet, die reagiert nicht auf den Ethereum-Aufschwung. Und da ist irgendwas, wo ich sage, die Anleger müssen echt mit vorsichtig sein aktuell und nicht so viel reinballern, abwarten, vielleicht mit Geduld einen Sparplan und immer mal nachkaufen, dann tut es nicht so weh. Mhm. Und ansonsten, was ich auch krass fand, wir haben ja die Voyager Digital, da lagen wir jetzt plus 55% heute, wo ihr unser Update geschickt habt.
da haben wir uns echt gefreut. Und die hauen auch News raus wöchentlich. Und die Aktie geht nicht mehr. Das Momentum ist auch hier raus. Die haben sich jetzt mit Blockdaemon verbrüdert, eine Partnerschaft eingegangen. Übrigens, der Gründer kommt aus Deutschland. Das ist Konstantin Richter. Der ist aber nach New York gezogen. Der kann sich es jetzt leisten, dort zu leben. Hat, glaube ich, ordentlich Kohle gemacht als Seriengründer. Und die Voyager kommt ja bald nach Deutschland und auch nach Kanada. Die expandieren jetzt weltweit. Und mit dieser Plattform, mit dieser Partnerschaft haben sie halt die Möglichkeit, mehr Sicherheit für die Kunden zu bieten vor Hackerangriffen und mehr Kontrolle über die Kreditvergabegeschäfte. Die wollen ihre Geschäfte ausweiten, die wollen traditionellen Banken Konkurrenz machen, sie wollen Zinsgeschäfte anbieten, richtig attraktive für ihre Kunden. Und wo ich immer denke, hey, schlafen die traditionellen Banken, wenn du siehst, was Fintech-Firmen wie Voyager Digital Vollgas geben. Und ansonsten habe ich noch die Galaxy Digital, da ein kleines Update, die haben wir ja auch im Depot, waren wir heute ein bisschen im Plus mit einem 1%. Die gingen auch wieder nach unten, obwohl sie eine Mega-News rausgehauen haben. Die haben ja das Ziel, Full-Service-Plattform für Institutionen zu werden und die Zugang zu Kryptowährungen suchen, also Banken, Großkundenversicherungen und reiche Leute, also Family Offices. Und die haben sich eine Milliardenübernahme mit BitGo jetzt anvisiert für Q4 2021. Und damit bekommen sie Zugriff auf eine große Plattform, wo die ganzen Großen drauf sitzen, wie Bitstamp, Pantera und so weiter. Also institutionelle Großanleger und Großkunden. Und die haben schon 40 Milliarden verwaltetes Vermögen under Management. Und da muss man auch sagen, Galaxy Digital ist krass. Es ist halt einer der größten Bitcoin-Investoren der Welt. In Startups gehen die und haben eine eigene Krypto-Plattform. Auch die Aktie reagiert nicht auf den Krypto-Boom. Und ich muss sagen, hey Jens, gut, dass er dabei ist. Mit normalen Werten und ich fand es ja so lustig, was er sich rausgesucht hat als neue Aktien. Ja, also okay, ihr habt ja noch 14 Tage und wer weiß, vielleicht sagen die hier Richtung 20. Mai dann letzte Sendung, da machen wir der Kate noch ein vorgeburtliches Geschenk, ja, und treiben die Kurse noch mal nach oben. Wir wissen es ja nicht, aber es ist weiterhin für Spannung gesorgt. Dir alles Gute weiterhin, ja, toi, toi, toi. Okay. Und danke, dass du heute Abend wieder da warst. Danke, tschüss. Tschüss, Kate. Ja, schauen wir direkt mal ein Haus weiter, nämlich zu Jens Will. Und schauen wir mal, was der jetzt noch so zum Depot und zur aktuellen Lage zu sagen hat. Aber bevor wir natürlich zum Depot kommen, müssen wir mit Jens, unserem Pharma-Spezialisten, natürlich noch mal ein Thema beleuchten, was ja heute in aller Munde ist, nämlich Patente für Impfstoffe. Ja, Jens, klär uns mal auf, was ist da los und wie beurteilst du das Ganze? Also jetzt mal ganz einen Schritt zurücktreten und schön locker durch die Hose atmen, habe ich mir heute Morgen gedacht, als ich gelesen habe, dass Joe Biden das ist, was er nie vorgetäuscht hat, nicht zu sein, nämlich ein Sozialist. Ein Sozialist, der sozusagen zumindest auch so ein bisschen die Bernie Sanders-Karte spielen muss hin und wieder und sagen muss, wir gebt den Stoff frei sozusagen. Ich will jetzt nicht zu tief in die Pharmazie eintauchen, sonst tauchen uns die Zuschauer ab oder schlafen direkt weg. Ganz kurz, es gibt drei Klassen Impfstoffen, und dann von denen wir hier reden. Der eine Klasse ist der Totimpfstoff, den hat Sinovac. Das ist so leicht herzustellen, das könnten wir mit Jean Pütz in der Hobbythek machen sozusagen. Man nimmt einen Sack Viren, haut einen Hammer drauf, bis sie alle tot sind, und dann spritzt man sich das Ganze. Der richtet keinen Schaden an, kann man an Wirken sagen. Ja? Also so einen Impfstoff, den können die ruhig kopieren, und macht eh kein Mensch freiwillig. Dann gibt es die Vektorimpfstoffe. Da haben wir aktuell zum Beispiel der berühmte Johnson & Johnson-Impfstoff mit der einen Impfung und dann der gehasste AstraZeneca. Auch da würde ich sagen, den nachzubauen, das geschieht weltweit. Also zum Beispiel der AstraZeneca-Impfstoff wird in Indien hergestellt, in rauen Mengen bereits, beim Serum Institute. Das würde AstraZeneca alleine gar nicht hinbekommen, diese Mengen an Impfstoff zu produzieren, die dann zu verschiffen und dort unten einzusetzen. Es rentiert sich auch nicht. Also wenn AstraZeneca sagt, sie machen mit dem Zeug keinen Gewinn, dann ist das keine Lüge, sondern die Impfdose wird, glaube ich, für 1,67 Euro am Markt verscheuert. Da ist nichts verdient dran.
Also wenn AstraZeneca sagt, wir gehen das Patent frei, kein Problem. Und jetzt kommen wir in die Bundesliga sozusagen, zu CureVac und zu BioNTech und zu Moderna. Diesen Impfstoff freizugeben, das Patent freizugeben, das wird so, also von der Frau von der Leyen, wobei das Wort Leyen bei von der Leyen im Vordergrund steht, die tut da so, als würde man da Kochrezepte austauschen mit seiner Freundin. Also 200 Gramm Phosphor und 500 Gramm Stickstoff, kräftig umrühren und fertig ist das Gartenhäuschen. Das funktioniert nicht. Wir haben vorgestern gehört, dass CureVac nicht produzieren können wird, weil wichtige Zutaten fehlen, die es nur in den USA zu kaufen gibt. Und jetzt frage ich mich, wenn wir den Impfstoff, das Patent doch so großmütig freigeben, die Amerikaner die Zutatenliste aber für sich verschließen, was soll der Quatsch? Also wovon reden wir da? Einen Impfstoff, einen mRNA-Impfstoff aufzubauen, da sind wir im Bereich Nanometer. Also wenn man Geodreieck in Millimeter eine Million mal durchsägt, dann sind wir im Bereich Nano. Das ist eine Hochtechnologie, das kann man sich mal nicht aus Draht nachbiegen, so einfach in irgendwelchen Labors auf der grünen Wiese in der Wüste oder sowas. Da brauchen wir hochspezialisierte Syntheseautomaten und die aufzubauen, da reden wir von einem halben, dreiviertel Jahr erstmal im Vorlauf. Wie lange hat BioNTech rumgetan, um das in Marburg Impfstoff zu produzieren, um das zu qualifizieren? Das hat Monate gedauert. Dann haben wir die mRNA-Kette erzeugt, aber das Wichtigste fehlt noch, nämlich das Drug Delivery System. Das sind diese kleinen Lipidkügelchen, haben wir neulich mal drüber gesprochen. Das sind ebenfalls Nanopartikel. So ein Lipidkügelchen ist so groß wie der Virus selber, also winzig klein. Und das ist das Nadelöhr. Das bekommen wir dann nicht so einfach hergebacken. Also wenn wir sagen, wir geben die Rezepte für Impfstoff frei, ist das eine feine Sache. Aber es wird nicht so einfach funktionieren. Ein Patent kann man ja nicht einfach herschenken. Das kann man mal eine Weile freischalten, die Technologie transferieren. Aber das wird doch sowieso schon getan. Die Leute, die den Impfstoff nachbrauen, das sind so eine Lohnabfüller. Da hat zum Beispiel BioNTech, hat sich gerade einige gesucht. Pfizer ist so ein Lohnabfüller für BioNTech. Aber man macht jetzt auch in Deutschland einige Dermafarm zum Beispiel mit BioNTech abfüllen. Das sind eben Firmen, die das Patent von BioNTech ins große Feld ausrollen. Und das geschieht weit von vornherein. Von daher, Herr Biden, große Geste, jetzt mal nicht so wirklich groß durchdacht, und aber an der Börse ein schönes Beben gegeben. Wer sich eine Aktie wie BioNTech und CureVac ins Depot legt, ja, der braucht Nerven wie Stahl, ja. Also ich empfehle den normalen Investor, der so wie ich auf der grünen Wiese investiert, empfehle ich vielleicht eine BB Biotech. Da ist alles was mit drin und da reichen dann Nerven wie Nudeln. Wobei ja ergänzend dazu sagen ist, und ich glaube, das ist ja das, was mich da eigentlich am meisten nervt an der ganzen Sache. Wenn es nicht die marktwirtschaftlichen Gesetze gäbe, dass man mit Forschung und Entwicklung, Schweiß und viel Kapital was Wertvolles herstellt. Ja, was soll denn dann kommen, wenn es heißt, okay, ihr müsst das alles freigeben, dann kommt die nächste Mutante, da sagt sich BioNTech, okay, wir investieren da jetzt kein Geld rein, weil lohnt sich nicht. Also das ist etwas kurz gedacht. Aber wir lassen das jetzt mal zur Seite und kommen zu deinem Depot. Und da hast du heute mal etwas für die Gesundheit getan. Ja, wieder mal. Ich meine, das letzte Mal hast du ja Gemüse gekauft, ja, und jetzt gehst du jetzt kommst du zur Beilage, ja, und du hast dich eben von Tomra getrennt und Leroy Seafood aufgenommen. Naja, also die letzte Sendung war ja Annalena Baerbock geschuldet, aber nachdem jetzt ganz Deutschland grün ist, habe ich gesagt, kann ich zurück, nachdem es eh keine CDU-CSU mehr gibt, bin ich heute sozusagen der Quotenschwarze hier. Und da mein Chef nicht Lars Windhorst ist, kann ich meinen Job behalten. Also ganz klar, ich habe vegane Fischstäbchen versucht. Und wenn man hinterher die Zähne gut putzt und Rotwein trinkt, dann ist der Geschmack hinterher auch wieder ganz okay im Mund. Aber richtiger Fisch ist mir eindeutig lieber. Jetzt sind wir nicht-grünen Wähler ja per se nicht alles Umweltschweine. Also ich persönlich bin ja auch sehr für Umweltschutz. Und ja, ich bin auf die Firma Leroy Seafood gestoßen, aus Versehen kann man sagen. Da war ich Gast des Oktoberfests und ich habe gedacht, am Nachbartisch wird gerade Vikings gedreht, diese Serie mit den Nordmännern da, weil die alle hatten diese ganzen Nachbartische, alle solche Helme auch mit Wikingerhörnern drauf. Und ich kam ins Gespräch mit denen und die haben mir erzählt, sie sind Fischerleute aus Norwegen und sie sind auf der Wiesen, weil das Oktoberfest mit ihrem Fisch versorgt wird. Also wenn die Fischerfroni Oktoberfest macht, dann verkauft die an einem Abend mehr Fisch, als im Tegernsee im ganzen Jahr gefangen wird.
das muss man mal sehen, das ist alles Zuchtfisch. Und die waren sehr überzeugend, die Jungs. Und als ich am nächsten Morgen aufwachte, habe ich gesehen, mein Kontostand war vierstellig im Minus. Und aber in meinem Depot lagen neue Aktien. Und so komme ich zu Leroy Harvest. An meinem Tisch, diese Nachbarn, diese wilden Hörnern, war übrigens das Board. Das waren keine Fischer, das war der CEO, der CTO und der CFO. Also die haben mir sehr viele Einblicke in Unternehmen gegeben. Und deswegen kann ich jetzt hier aus dem Nähkästchen plaudern. Diese Firma ist sehr, sehr nachhaltig. Also diese Sendung wie Seaspiracy auf Netflix, da sieht man, wer Fisch ist, ist eigentlich noch schlimmer als jedes rauchende Atomkraftwerk. Stimmt so nicht. Also die Firma Leroy hat ein System entwickelt, das nennt sich Ocean Forest. Da werden die Fischabfälle, also die Rückstände des Fisches, sprich der Kot, direkt umgewandelt in Seegras, das seitlich hochwächst an diesem Bassin. Und daraus wird die Fischfutter generiert. Also ein kleiner Kreislauf quasi. Man hat dort spezielle Schiffe entwickelt, die mit den Fischen aufs Meer hinausfahren. Also die Fische leben im Bauch des Schiffes, werden mit frischem Meerwasser durchspült. Dadurch gibt es kein Problem mit Lachsläusen. Dadurch kann man die Fische gezielt impfen. Man kann die Fische auch gezielt füttern. Das ist also kein großer Haufen Futter, der reingegossen wird, sondern die Fische werden gezielt angezüchtet. Die Fische sind in ihrer natürlichen Umgebung, auch für den Fisch, wesentlich angenehmer im Meer zu schwimmen, als in so einem Bassin im Kreis zu schwimmen. Und am Ende der Aufzucht wird der Fisch sanft nach hinten gedrückt. Und dann wird er geschlachtet und filetiert. Fischschicksal. Die Aktie Leroy hat mich, seitdem ich sie habe, einen kurzen Doppler gebracht. Wir haben ein KGV von um die 19. Leroy hat ein böses Jahr hinter sich, denn die Restaurants hatten zu. Die Leute, die sich zu Hause Lachs machen, die essen meistens den Fischabfall, also die Wegschnitte. Die schönen Filets werden im Restaurant zubereitet. War für Leroy ein hartes Jahr. Man hat trotzdem die Dividende weiterhin bezahlt. Auch dieses Jahr soll es wieder 3,5% Dividende geben. Also mit Leroy, denke ich mal, machen wir genau das Richtige. Wir ankern unser Depot jetzt, bevor es noch weitere Ausbrüche eines Bitcoins oder sowas gibt. In 2 Wochen fällt der Hammer und bis dahin wollen wir sozusagen nichts mehr riskieren. Dann von unserer Seite aus Petri Heil, mein Lieber. Wir freuen uns auf dich in 14 Tagen. Ja, wie immer interessant, immer. Jens immer. Vor allem. Jens hat immer, kannst du auch stundenlang zuhören. Ja, weil er hat auch seinen Hintergrundwissen, das macht doch Spaß, ihm zuzuhören. Und gerade Thema Pharma-Impfstoffe, denke ich, war extrem aussichtsreich. Ja, heute dürfen wir wieder ein seltener Gast, umso willkommener natürlich bei uns, aus dem Team der Börse Online. Herzlich willkommen, Lars Winter. Ja, Börse Online erfolgreich unterwegs, aber man will sich auf der Zielgerade nicht mit dem Erreichten zufrieden geben, sondern hat heute nochmal kräftig durchgewirbelt, Lars. Was war der Auslöser? Ja, grüßt euch, schönen Gruß nach Fulda. Ja, in der Tat, wir wollten uns jetzt natürlich in den letzten 2 Wochen nicht komplett auf Cash stellen und dann gesichert über die Ziellinie laufen, wobei immer noch nicht gesagt ist, dass man dann das Spiel am Ende auch gewinnt. Die Finanzdiva kann ja auch noch mal in den letzten 2 Wochen richtig Gas geben und es dann überholen. Und wir haben gedacht, nee, wir gehen dann auch in die Offensive und haben mal 3 Werte ausgetauscht. Also richtig viel Bewegung diese Woche im Depot. Wir wollten einfach den Zuschauern noch mal ein bisschen was bieten, noch mal ein paar Aktien an die Hand geben, wo es aktuell vielleicht ein paar Sondersituationen gibt, die ganz spannend sind, die sich vielleicht auch mal gegen diese ganzen Gewinnmitnahmen, die im Moment so gerade im Nebenwertebereich zu sehen sind, stellen. Und deswegen haben wir einfach mal ein paar Werte ausgetauscht. Getrennt habt ihr euch von Cryptology, CureVac und Shop Apotheke. Ja, gerade CureVac und Shop Apotheke zuletzt ordentlich unter Druck. Aber das seid ihr gerade bei CureVac ja heute Mittag noch mit blauem Auge raus. Ja, das stimmt. Wobei man muss mal wirklich sagen, für euer nächste Börsenspielrunde überlegt euch mal, ob ihr nicht irgendwie die Spielregeln dahingehend ändert, dass man nicht nur einmal in der Woche handeln kann, sondern vielleicht auch tatsächlich täglich, weil das ist ja nun mal gerade bei solchen Werten, die stark schwanken, natürlich auch sinnvoll. Bei CureVac war es tatsächlich so, dass der Kollege Jens Kastner und ich uns letzte Woche Mittwoch unterhalten haben, ob wir nicht bei 110 Euro, da stand ja die Aktie schon deutlich im Plus, nicht mal die Hälfte des Bestandes verkaufen, um einfach mal ein paar Gewinne mitzunehmen. Jetzt konnten wir natürlich nur an dem Donnerstag handeln und just einen Tag später stand sie dann nur noch bei 95 und dann haben wir gedacht, komm,
Dann lass sie liegen und wir gehen weiter durch. Eigentlich hätten wir bei 110 auf jeden Fall mal Gewinne mitgenommen. Sei es drum, jetzt kam natürlich noch diese ganze Impfproblematik dazu, heute und gestern. Das hat die Aktie nochmal unter Druck gebracht. Wir haben die jetzt einfach mal rausgenommen, um ein paar Gewinne zumindest noch zu sichern. Ich glaube, am Ende des Tages wird das auch nicht so schlimm kommen für diese ganzen Impfstoffhersteller, gerade für diese etablierten. Ich glaube, am Ende werden die trotzdem ihre Umsätze da schreiben. Und ich glaube, dass jetzt vor allem in den nächsten Wochen, Monaten, gerade in der Hinsicht, vor allem Juristen Geld verdienen werden. Weil das Ganze ist halt auch rechtlich noch nicht durch. Und ja, müssen wir mal schauen. Also wir haben die Aktie jetzt erstmal rausgenommen, haben ein paar Euro auch noch damit verdient. Bei Shop Apotheke hatten wir ja auch versucht, einfach mal gegen den Trend zu gehen. Die Aktie hat das nicht mitgemacht. Hat heute eigentlich ganz gute Zahlen vorgelegt, aber der Markt ist eigentlich mit guten Zahlen auch nicht mehr zufrieden. Die haben die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Das reicht den Markt offensichtlich bei solchen Werten auch nicht mehr aus. Das heißt, wenn solche Werte, die dann halt sich irgendwie auf Jahressicht verzweifacht, verdreifacht haben, die müssen halt ihre Prognose dann nicht nur bestätigen, sondern auch deutlich erhöhen. Das hat die Shop Apotheke jetzt nicht gemacht. Deswegen war der Markt ein bisschen enttäuscht. Und ja, sie ist einfach unter unseren Stopp gefallen. Wir hatten den Stopp ja bei 169 gesetzt. Deswegen haben wir sie bei 169 jetzt ausstoppen lassen. Sie ist heute auch noch deutlich drunter. Also das war eigentlich der Auslöser bei Shop Apotheke. Und bei Cryptology, da ist es auch so, dass wir eigentlich auf Bitcoin setzen wollten. Bitcoin hat sich ja nach wie vor ganz gut gehalten. Bei Cryptology gab es eine Kapitalerhöhung für 200 Euro. Da haben wir eigentlich gedacht, da geht die Aktie auch hin. Ist nicht ganz so aufgegangen. Auch da haben wir einfach gesagt, wir nehmen jetzt mal ein paar Gewinne mit, um einfach mal noch in den letzten zwei Wochen nochmal drei neue Werte vorzustellen. Und das war eigentlich der Grund dahinter. Ja, also erstmal die Änderung der Spielregeln natürlich. Erste Staffel ist rum, können wir nicht ändern, aber für die neue Runde werden wir natürlich daran arbeiten, das noch spannender, noch interessanter zu machen. Ja, bei den Neuzugängen fällt mir natürlich eine Aktie auf, ein richtig alter Bekannter, die K+S. Genau, K+S, im MDAX notierter Dünge- und Kaliproduzent. Ist eigentlich jetzt so der Grund gewesen, die Düngerpreise ziehen momentan an, Kalipreise ziehen an, sind teilweise auf 7-Jahres-Hoch und die Aktie hat ein unheimlich gutes Momentum. Also gerade jetzt, wo viele Gewinnmitnahmen im Markt sind, geht die Aktie eigentlich gegen den Trend nach oben. Für uns war die eigentlich immer von der Verschuldungsseite zuletzt eher kritisch betrachtet worden. Also die hatten eine relativ hohe Nettofinanzverbindlichkeiten von über 3 Milliarden. Die haben aber ihr amerikanisches Salzgeschäft jetzt verkauft, auch schneller als erwartet Ende April für 2,6 Milliarden Euro. Und damit bringen sie diese Nettofinanzverbindlichkeiten deutlich nach unten. Das heißt, bilanziell sehen die jetzt auch deutlich besser aus. Aber Grund für diese Aufnahme war tatsächlich der Anstieg der Düngerpreise. Und davon sollte auch K+S profitieren. Die Aktie hat ein ganz gutes Momentum. Wenn die charttechnisch so über 10 Euro nachhaltig drüber geht, kann ich mir vorstellen, dass es auch schnell so Richtung 11, 12, 13 Euro gehen kann in den nächsten Wochen. Ja, und wir haben jetzt gesagt, das wäre nochmal ein Kandidat für die letzten zwei Wochen Börsenspiel. Weil ansonsten hat ja die K+S, die Kali und Salz, die auch hier in der Nähe von Fulda einen großen Berg betreibt, in den letzten Jahren schon arg, arg leiden müssen. Ja, ein weiterer Wert ist PNE Wind, eigentlich ein alter Bekannter sogar. Genau, auch ein alter Bekannter für Anleger, die schon lange am Markt sind, sicherlich ein bekannter Name. Ein Windkraftprojektierer, auch dort ist im Moment eine Sondersituation, auf die wir so setzen wollen. Der Markt spekuliert, wir haben es auch in unseren Heften jüngst geschrieben, spekuliert auf ein Offshore-Windkraftprojekt in Vietnam. Sollte da der Zuschlag für PNE Wind kommen, dann sprechen wir da über eine Gesamtkapazität von 2000 Megawatt, die so in den kommenden 6 Jahren in mehreren Tranchen da in Betrieb gehen sollen. Und wenn man sich das mal so auf den Euro ausrechnet, dann geht das so, ja, so um ein Auftragsvolumen so von rund 4 Milliarden. Und wenn man da so die üblichen Renditen ansetzt, die PNE aus diesem Geschäft zieht, dann dürfte so in den nächsten Jahren ein Ertrag aus diesem Geschäft von
ja, von rund 500, 600 Millionen hängen bleiben. Und das ist aktuell der Börsenwert. Das heißt, über dieses Projekt könnte in den nächsten 5, 6 Jahren der aktuelle Börsenwert verdient werden. Ist also kein unwichtiges Projekt. Wenn man sich die aktuelle Pipeline anguckt, da sind ungefähr Projekte von 5.400 Megawatt im Moment in der Pipeline. Und wenn jetzt nochmal 2.000 obendrauf kämen, dann wäre das nochmal ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Und wenn dieser Auftrag kommt, dann glaube ich auch, dass die Aktie nochmal deutlich anzieht. Auch die Aktie hat im Moment gegen den Trend, läuft seitwärts, macht kaum Korrekturen mit. Das heißt, das ist auch nochmal so ein Wert, den man jetzt in der Phase eigentlich ganz gut haben kann. Und wir spekulieren einfach darauf, dass das vielleicht, wenn wir Glück haben, noch in den letzten 2 Wochen Börsenspiel kommen könnte. Vielleicht steht die Aktie dann auch deutlich höher als heute. Und das ist jetzt unsere Spekulation. Und zu guter Letzt habt ihr noch einen Abstecher zu unseren Nachbarn gemacht. Was steckt da dahinter? Genau. Wir haben noch die Aktie von X-Fab aufgenommen. Das ist ein Zulieferer aus der Halbleiterindustrie. Die Aktie hat eigentlich ihren Haupthandel an der Euronext, ist aber auch hier zulande über außerbörslich, über Tradegate und so weiter problemlos handelbar. Das Unternehmen sitzt offiziell in Belgien, hat aber seine operative Zentrale in Erfurt, produziert auch viel in Deutschland und ja, ist halt ein Zulieferer der Halbleiterindustrie. Das Geschäft brummt im Moment. Chip-Nachfrage ist extrem hoch momentan. Kunden von X-Fab kommen aus der Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, auch aus anderen Industrien. Das Q1 war super. Zahlen lagen über der Prognose. Umsatz ist um über 20% gestiegen im ersten Quartal. EBITDA sogar hat sich verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr und lag auch über der eigenen Prognose. Ja, Auftragseingang ist ziemlich hoch, höher als der Umsatz. Das heißt, das Geschäft sollte operativ so weiterlaufen wie im ersten Quartal. Und wir gehen davon aus, dass das laufende Jahr so das Beste zumindest der jüngeren Geschichte sein wird, also seit dem Börsengang 2017. Wir rechnen also 2021 mit einem Rekordjahr. Und die Aktie stand mal bei 11 Euro, steht aktuell bei 7,50 Euro. Und wir glauben eigentlich, wenn sich der Trend so fortsetzt, operativ, dann dürfte die Aktie diese 11 Euro in den kommenden Monaten auf jeden Fall auch wiedersehen. Ja, Lars, vielen Dank, dich wieder mal hier überhaupt bei uns in der Show sehen zu dürfen. Ja, der Jens hat sich ja entschuldigen lassen. Ja, also interessante Aktien wieder im Gepäck. Danke dir. Schönen Abend dir noch. Ja, Mick, und jetzt machen wir noch mal einen Trip aus dem kalten Deutschland in das hoffentlich etwas wärmere Spanien. Ja. Und begrüßen unseren Kolja, live zugeschaltet von unserer Lieblingsinsel Mallorca. Ja, hallo Kolja. Sage ich, wie geht's euch? Ist es bei euch auch so kalt? Nee, bei uns ist warm. Ja, Kolja, ein Thema, da haben wir im Vorfeld drüber gesprochen, was ja wirklich alle verrückt macht aktuell, ist der Dogecoin. Ja? Aber wirklich mal wieder ein Beispiel dafür, wie Spekulationsblasen entstehen können. Eigentlich ja Krypto, du bist da ja auch positiv damit unterwegs. Und ich meine, jetzt auch die Meldung der Woche, dass eBay sich ja auch damit beschäftigt, sich den Bitcoin als Zahlungsmittel irgendwie einzuverleiben. Aber was da mit dem Dogecoin passiert, das ist natürlich eine gefährliche Entwicklung. Kann man so sagen, ja. Also ich habe neulich in einem meiner Lieblingspodcasts, das ist der NPR-Podcast aus Amerika, da hatten die ein kurzes Interview gemacht mit dem Initiator davon, dem Jackson Palmer. Der ist ja da mittlerweile schon raus. Aber der hat so ein bisschen darüber gesprochen, wie eigentlich damals die Idee zum Dogecoin kam und so. Und das Amüsante ist daran, dass es eigentlich so ein bisschen genau entgegen dem geht, was jetzt gerade damit irgendwie passiert, hat man zumindest den Eindruck. Und zwar war es so, damals 2013, als die Kryptowährungen verstärkt auch so ins Interesse schon von einigen Leuten kamen und viele Leute auch in dieser Tech-Szene schon sehr stark über den Bitcoin und so weiter gesprochen haben, hat er, wie er gesagt hat, ist er eines Abends nach Hause gegangen mit einem Bier
und saß vor seinem Rechner und hatte auf der einen Seite halt eben diesen Dodge. Das war ja ein Meme, das ist ja von diesem Hund, ja, ich habe vergessen, wie die Rasse heißt, Shiba Inu, glaube ich, oder so. Und da gab es halt einfach immer diese Memes mit diesem Hundegesicht. Hm. Und daneben hatte er eine Webseite von CoinMarketCap, also die halt die Marktkapitalisierung der ganzen Kryptowährungen immer anzeigt. Und dann hat er das halt so nebeneinander gesehen und hat halt die Verbindung gemacht, okay, Dogecoin. Und eigentlich, um sich so ein bisschen lustig zu machen darüber, hat er einen Witz gemacht und hat gesagt, komm, wir machen jetzt den Dogecoin. Ja? Und daraus ist das eigentlich entstanden. Und ursprünglich, als er dann gemerkt hat, zusammen mit den anderen Gründern, dass es immer mehr abhebt und immer mehr Leute darauf schon Interesse dafür bekommen. Zwar natürlich noch nicht so wie jetzt, aber schon natürlich nennenswert auch davor, hat er dann eigentlich gesagt, okay, lass uns doch was Cooles damit machen, dass wir karikative Projekte damit finanzieren, zum Beispiel, dass wir die Jamaikaner zu den Olympischen Winterspielen bringen. Die haben nämlich nach Spenden gesucht und nicht um schnell reich zu werden, sondern langfristig karikative Projekte zu machen. Und wenn man das jetzt überträgt ins Jahr 2021, wo das irgendwie um, keine Ahnung, 14.000% oder so gestiegen ist dieses Jahr, dann wird man natürlich, dann wird einem natürlich anders. Zumal muss ich sagen, wenn ich auch Videos hochlade bei YouTube aktuell und ich habe zum Beispiel ein Video gemacht, wo ich erklärt habe, wie viele Aktien ich letzten Monat gekauft habe. Und wenn dann halt einfach junge Leute schreiben so, Alter, bist du verrückt, warum kaufst du nicht den Dogecoin damit, mit dem Geld? Dann mache ich mir schon so ein bisschen Sorgen, dass mancher hier glaubt, dass es irgendwie ein vergleichbares Investment wäre. Also irgendwie so eine Kryptowährung zu vergleichen mit einem Unternehmen. Ja, und da muss man auf jeden Fall aufpassen. Aber ich bin gar nicht grundsätzlich irgendwie abgeneigt gegen Kryptowährungen allgemein oder so. Und ich finde auch so eine Spekulation mal mitzumachen, warum nicht? Im Zweifel kann man ja einen Betrag definieren, von mir aus 500 Euro, 1000 Euro, je nachdem, wie viel man halt entbehren möchte. Und dann sagen, im besten Fall kann ich hier diese Welle mitreiten und dann irgendwie einfach verkaufen. Oder ich habe halt einen Verlust, der begrenzt ist und habe in der Zwischenzeit viel Spaß gehabt. Ja. Aber da irgendwie nennenswert wirklich, weil man die Rendite vergleicht, kurzfristig mit einem Aktienportfolio und einem Kryptowährungsportfolio zu sagen, ich muss doch jetzt umschichten, das ist extrem gefährlich. Und ich bin ja selber in der Situation, ich meine, ich habe jetzt ich habe zwei Kryptowährungsportfolios, ja. Eins bei Bison und eins bei Binance. Und ich habe jetzt bei Binance, ich habe vorhin gerade geguckt, dieses Jahr irgendwie 2.500 Euro oder Dollar oder so da eingezahlt. Und das ist jetzt schon auf über 7.000 Dollar insgesamt. Weil nicht nur der Dogecoin, auch Binance Coin und Cardano und wie sie alle heißen, sind ja alle auch gestiegen. Und wenn man so undiszipliniert wird, sage ich jetzt mal, oder wenn man irrational wird, dann fängt man an, zu philosophieren und zu sagen, hey, warum ziehe ich nicht mein ganzes Aktienkapital ab und investiere dort, wo ich die Rendite, die ich irgendwie mit Aktien in Jahrzehnten machen will, innerhalb von Monaten mache. Und ich glaube, das ist halt so ein großer Fehler, den man unbedingt vermeiden sollte, weil es ist halt einfach der Unterschied zwischen Casino und zwischen Unternehmen, ja. Und das haben ja auch manche Privatanleger fälschlicherweise gemacht, indem sie komplett auf die gehypten Wasserstoffaktien oder Cannabisaktien und nur das gemacht haben. Die Diversifikation, die ist und bleibt halt elementar wichtig. Kommen wir noch zu deinem Depot Coinbase. Da geht es ja wie der Kate. Eigentlich die Bitcoins und Kryptowährung Ethereum neue Rekordhoch, aber die eigentlichen Plattformen profitieren nicht so davon. So sieht's aus, ja. Wurde ja auch gerade schon vorhin gesagt. Und das sehe ich aber übrigens nicht nur jetzt bei Coinbase, sondern bei allen anderen Aktien und Unternehmen scheinbar, die man selber im Depot hat. Die Zahlen werden ja überall präsentiert aktuell und fallen sehr gut aus. Aber die Aktien reagieren, indem sie halt fallen.
so what, sage ich mir da einfach nur. Ja, eigentlich halt, weiß ich ja, Kolja, dass du ja jemand bist, der sich darüber freut, wenn die Aktien zurückkommen, weil letztendlich, ja, wir sind alle Schnäppchenjäger, wenn es um Autos, um Reisen, um Urlaub, Hosen oder sonst was geht, aber ja, an der Börse, das sind die wenigsten Schnäppchenjäger und da kommt jetzt ja eigentlich wieder die Zeit, wo viele Aktien interessant werden. Ja, genau, das stimmt schon und ich stimme dir da auch hundertprozentig zu, aber es ist trotzdem so schwer vergleichbar und ich habe auch immer wieder so Anflüge von Zweifeln, wo man sich so überlegt, okay, du hast irgendwie einen Betrag X und du wirst ihn quasi, also dieser Spruch, du wirst dem schlechten Geld gutes Geld hinterher oder du greifst ins fallende Messer und so weiter. Und da muss man halt dann eiskalt differenzieren und sagen, okay, aber was werfe ich es hinterher? Und ich finde einfach, es ist ein Unterschied, ob ich bestes Beispiel, vorhin eine YouTube-Diskussion gehabt mit jemand über Steinhoff und CD-Projekt. Der hat halt gesagt, guck mal, du investierst in CD-Projekt, die fallen nur. Und ich habe mit Steinhoff irgendwie 100% plus seit Anfang des Jahres. So. Und das ist sein Spiel, er kann das so spielen und kann sagen, okay, auf Jahres- oder auf von jetzt Januar bis 6. Mai vergleiche ich die Performance und bin da besser. Ich kann mir wahrscheinlich irgendwas auf der Welt raussuchen und sagen, okay, das hat in dem Zeitraum besser abgeschnitten. Aber für mich ist ja auch der Punkt, was steckt dahinter? Und wenn du jetzt irgendwie vergleichst, okay, wie haben sich denn die Umsätze entwickelt in den letzten Jahren? Wie haben sich die Gewinne entwickelt? Wie sieht die Bilanz aus und so weiter? Da fühle ich mich einfach sicherer, in guten Unternehmen investiert zu sein, auch wenn sie halt zwischendurch stark fallen. Und genau wie du gesagt hast, dann kaufe ich auch nach. Und das mache ich auch bei all den ganzen Aktien. Wenn sie fallen, dann kaufe ich weiter nach. Aber trotzdem ist es nicht immer einfach. Auch nicht für mich. Also es ist einfach in dem Moment, du machst das Depot auf oder du kriegst per E-Mail eine Warnung vom Broker, ja, die und die Aktie ist schon wieder 10% oder so gefallen. Es ist nicht so, dass du jeden Tag dann dahin gehst und sagst, ach komm, zack, gleich das nächste rein, sondern du machst es und du hältst dich an deine Strategie, aber es ist nicht immer so, dass du halt dabei mit Sekt anstößt, sondern manchmal nur mit Wasser hier, so wie heute. Es hat eben alles hartes Trader, Handwerk und Strategie, mein Lieber, gib. Ja. Ja, Kolja, vielen Dank für deine Ausführungen heute. Ja, Gläschen Sekt oder was auch immer. Nee, aber ein letzter Satz noch zum Krypto-Thema. Ja. Ich habe ja auch gerade die spannende Hauptversammlung mir angeschaut von Warren Buffett und auch ein Video dazu gemacht über die 30 oder 20 größten Aktien und Unternehmen im Jahr 1989, vor 30 Jahren. Und von denen ist jetzt keins mehr unter den Top 20. Und die Top 20, die jetzt die größten Unternehmen der Welt sind, die sind vielleicht auch in 20 oder 30 Jahren nicht mehr unter den Top 20 dabei. Und da, wenn man so mal ein bisschen darüber nachdenkt, dann finde ich schon sowas wie Coinbase, wenn man sieht, wie viel immer mehr auch in diesem Bereich passiert. Du hast es gerade erwähnt, eBay und so, andere Firmen und so weiter sind halt auch immer mehr. Ich habe dir auch vorhin das Foto bei WhatsApp geschickt mit den Kryptowährungsumtauschmöglichkeiten hier direkt am Supermarkt und so weiter, die es in Spanien gibt. Das heißt, wer weiß, der Kryptowährungsmarkt insgesamt entwickelt sich trotzdem gut und es ist nicht auszuschließen, dass halt Coinbase in 20, 30 Jahren das größte Unternehmen der Welt sein könnte. Absolut, Kolja, vor allen Dingen erinnert mich das Ganze ja an die Anfänge des Internets, ja, als wir Internetaktien gekauft haben wie AOL und Yahoo, ja, und niemand hier in Deutschland kannte Internet oder hat das genutzt, ja, aber die Aktien konnte man schon kaufen, deswegen die Akzeptanz der Kryptos spricht ganz klar langfristig auch so für eine Aktie wie Coinbase. Also danke dir, lieber Kolja, schönen Abend dir noch und wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder zum großen Finale. Freuen wir uns drauf. Dankeschön, okay. Kolja. Und danke, dass ihr nichts zu Fiverr gefragt habt. Natürlich nicht. Bis dann. Ciao. Okay. Also wie immer ein netter Gesprächspartner. Immer. Und gerade bei diesen Themen, die wirklich die jungen Leute auch bewegen,
da hat er immer ein Näschen dran und kann da und natürlich auch viel. Auch viel mit ihm und absolut. Da ist er in Kontakt und das ist ja seine Zielgruppe. Aber Warren Buffett und sein Partner Charlie Munger sind ja nicht so begeistert von den Kryptowährungen. Ne? Ja, gut, das ist. Gesagt, das sind Waschanlagen für Drogen, Terrorgeld oder sonst was. Vielleicht haben die zwei auch mal mit dir irgendwie neulich an der Theke gesessen und ja, haben darüber sich so unterhalten. Langweilst du oder ich mit weiß ihnen eher. Nicht, ja. Na, eine fehlt aber jetzt noch in richtig. Der Runde, unsere Quotenfrau, ja. Unsere Nicole, ja, und die hat sicherlich wieder das Netz hoch und runter gescreent und den Chat durchleuchtet. Ja, hallo Nicole. Genau so ist es. Hallo Jürgen, hallo Mick, hallo zusammen. Viele Grüße aus Frankfurt in den Fuchsbau nach Fulda. Ja, das vorletzte Mal, leider. Wie immer habe ich von hier aus alles live mitverfolgt und den Chat gescreent nach interessanten Fragen von euch. Ja, wirklich heiße und interessante Diskussionen heute über das Thema Patentaussetzung bei Impfstoffen, aber auch zuletzt das Gespräch mit Kolja über den Dogecoin und weitere Kryptowährungen. Und mit Jens Will haben wir ja über die Patentaussetzung bei Impfstoffen und deren Auswirkungen gesprochen. Und hier kam auch schon die erste Frage, und zwar heute schwarzer Tag für die Pharmaaktien mit Covid-Impfstoffen, Stichwort Patentaussetzung. BioNTech, Pfizer, Moderna, CureVac mit zweistelligen Abschlägen. Seht ihr das als guten Einstiegszeitpunkt? Na gut, die sind fast alle tatsächlich um die 15% zurückgefallen. Wir haben das nochmal angeschaut, also da war richtig Dampf drauf. Also grundsätzlich, wie es Jens ja richtig geschildert hat in seinen Ausführungen, so ganz einfach ist das alles nicht. Ja? Und so richtig durchgesetzt ist das auch nicht so schnell. Von daher sehe ich natürlich in solchen Übertreibungen auch immer wieder eine Chance. Ob man natürlich bei BioNTech, CureVac, das sind natürlich junge Unternehmen, das schon nutzt oder eher bei einer Pfizer schon mal den Fuß in die Tür setzt, das ist die Frage. Ja? Man greift natürlich irgendwie ins fallende Messer. Oft ist es ja so, wir haben heute einen schwachen Tag, ja. Wir haben vielleicht morgen nochmal einen Ausverkauf und dann ist so vielleicht eine Chance für einen schönen Turnaround bei den Aktien. Weil eigentlich, wie gesagt, wenn man überlegt, auch eine CureVac oder eine BioNTech mit der mRNA-Technologie, die sind ja damit nicht angetreten, irgendwie Impfstoffe zu entwickeln, sondern Medikamente gegen Krebs. Also da ist noch viel Zukunftsfantasie dahinter. Von daher sollte man sich da auf alle Fälle auf die Lauer legen. Ja, ich denke, da muss man ein bisschen Geduld mitbringen, dann wird es aber. Und wenn auch. In Tranchen kaufen, das ist ja dann immer unsere Empfehlung, wenn man in fallende Kurse irgendwie investiert. Ja, mein persönliches Highlight heute, Simon Bettschinger. Er hat wieder spannende Aktien vorgestellt, von denen ich persönlich auch noch nie was gehört habe, muss ich sagen. Sleep Number fand ich cool. Ja, das digitale Bett, interessant für schnarchende Männer und vielleicht eine Hoffnung für leidende Frauen. Und als weiterer Trend nannte er ja das ökologische Bauen. Hier gab es auch noch eine Frage, und zwar die Nachfrage nach Holz nimmt zu, aber die Preise für Holz sind jetzt schon so hoch, dass der Hausbau dadurch immer teurer wird. Langfristig für den Hausbau für mich kein Trend. Was sagt ihr zu der Aussage? Also gut, natürlich aktuell, vor allen Dingen hier in Deutschland, ist wirklich, man kriegt ja gar keine Dämmplatten mehr bei. Schwierig. Also das ist wirklich schwierig alles. Aber natürlich, der Markt regelt das auch relativ schnell. Wir hatten das Problem am Suezkanal. Wir haben jetzt natürlich diese enorme Nachfrage. Es wird investiert überall, was das Zeug hält. Man macht auch Vorratshaltung, auch in diesem Bereich. Und, aber ich glaube, gerade in diesem Sektor wird der Markt das auch schnell wieder regulieren. Und ich habe gerade heute einen Bericht dazu im Manager-Magazin gelesen, wo jemand fest davon ausgeht, Richtung Jahresende, dass sich da die Lage da auch wieder preislich normalisieren wird. Also natürlich, wer jetzt aktuell neu damit anfangen will, sein Holzhaus zu kaufen, der sollte vielleicht noch mal ein paar Monate damit warten. Und zum Schluss noch mal was ganz anderes, auch wenn wir heute nicht direkt darüber gesprochen haben, beschäftigt unsere Zuschauer ganz stark die China-Aktien, die in den letzten Wochen und Monaten ganz schön gelitten haben. Der Aktienmöchtegern schreibt, wie seht ihr die starke Korrektur der China-Aktien? Das passt nicht zu der wirtschaftlichen Entwicklung. Und der Bud Spencer schreibt, Frage an Jürgen, wann denkst du, ziehen die China-Tech-Aktien wieder an? Welcher Zeitraum? Also er meint Alibaba, Tencent, also das, was wir ja eigentlich immer so besprechen. Also die Frage, natürlich, wir haben die Glaskugel nicht. Ne? Es gab natürlich ein paar Gründe dafür, warum es so gekommen ist. Wir haben erst diese Delisting an Drogen in den USA gehabt, dann haben wir die Regulierungs,
Bestrebungen aus Peking gesehen. Dann haben wir natürlich die vielen, vielen Börsengänge auch in Hongkong. Ja? Die haben viel Kapital erstmal angesaugt. Da muss auch andere Sachen erstmal verkauft werden, bis da sich wieder Gleichgewichte findet. Aber richtig ist natürlich, bei den Unternehmen geht es weiter nach oben. Das ist ja gar keine Frage. Und das ist, glaube ich, alles entscheidend, dass wir hier nicht kurzfristig denken, sondern den Blick voraus. Und wenn wir in die Vergangenheit blicken, Nicole, da haben wir oft Phasen gehabt, in denen auch die IT-Aktien aus den USA und China höchst gegensätzlich gelaufen sind. Wir hatten Korrektur bei China-Internet-Aktien, während die amerikanischen gestiegen sind und irgendwann sind die Chinesen wiedergekommen und die Amerikaner haben ihre Pause gemacht. Von daher, ich bleibe dabei, wer an China glaubt und ich tue das, der kommt an diesen Aktien, die wir hier auf Aktienlust ja oft auch besprechen, nicht vorbei. Aber natürlich, wir wissen auch nicht, wo sind jetzt die Korrekturtiefs. Ich habe damals, wie gesagt, bei jungen Unternehmen, als ich Amazon gehandelt habe, als sie von 100 auf 20 Dollar korrigiert war, habe ich gedacht, ja, was soll da jetzt noch kommen? Habe ich Positionen gekauft, die ist noch bis 6 gefallen. Ja? Und heute weiß man, wo sie steht. Also da ist natürlich wirklich langer Atem gefragt, die richtige Auswahl, und das machen wir ja, Mick, wir gucken ja immer auf Aktienlust, dass wir auch Updates liefern, klar, zu dem, was wir hier besprechen. Von daher, wie gesagt, da muss man manchmal auch den sauren Apfel beißen und der Sommer kommt ja, dann hat man vielleicht auch mal Gedanken, mal abseits der Aktienmärkte, und wenn ich dann im Herbst schaue, da sieht die Welt vielleicht auch schon wieder besser aus. Ja, muss ich sagen, also ich bin auch großer Freund der China-Aktien, Jack Ma ist da, er wird Alibaba weiter vorantreiben, er wird sicherlich auch seine Investoren, seine Geldsparte End mal irgendwann an die Börse bringen, und wenn ich mir das Wirtschaftswachstum für China für dieses Jahr anschaue, 7,5 bis 8%, dann wird das auch nicht spurlos vorbei an den großen Unternehmen in China gehen, die börsennotiert sind. Also von daher einfach ein bisschen aushalten. Ja, das waren die drei Fragen, die ich mir für heute Abend schon ausgepickt habe. Alle weiteren aus dem Chat dann morgen, wie immer, in unserem Dreier-Zoom-Talk. Also auf jeden Fall einschalten und nicht verpassen. Und ich verabschiede mich für heute Abend und freue mich dann auf morgen. Wir freuen uns natürlich auch auf morgen. Ja. Ja, wir haben natürlich wieder gnadenlos heute überzogen, aber hatten ja auch interessante Themen. Der Bergdoktor hat ja auch Pause. Ja, siehste. Die Tagesschau lohnt sich nicht zu gucken aktuell. Nicht so richtig. Ja, draußen ist kalt. Was macht man? Ja. Man schaltet in den Fuchsbau und spricht ein bisschen über Börse, über Quoten und über das, was alles noch so rund um uns herum passiert. Ja, das tun wir immer gerne und das tun wir in 14 Tagen auch wieder für Sie. Dann haben wir schon den 20. Mai. Das wird dann vorläufig die letzte Sendung dieser Staffel der Börsenshow sein. Wir machen dann eine kleine Sommerpause, um halt eben neue Spielpartner, neue Teams, neue Gäste dann wieder für den Herbst für Sie zu finden. Also natürlich alle da draußen, Alfred Maidorn, Egbert Prior, alle, die sich trauen, ja, gegen den diesjährigen Sieger anzutreten, ja, ihr könnt uns natürlich schreiben, uns anrufen, sagen, ja, ich nehme die Herausforderung an. Wir sind da sehr, sehr offen. Natürlich gibt es Interessenten schon, ja, also da muss man sich natürlich dranhalten, aber wie gesagt, wir werden wieder für Spannung sorgen. Es heißt ja auch in der Aktien-Show, remember to come back in September. Spätestens dann, meine Damen und Herren. Also euch allen einen schönen Abend noch. Bis dann. Diese Sendung wurde präsentiert von aktienlust.tv. Wir machen Lust auf.